Es war meine Schöne, es war nicht so gut. Wir haben uns mit dem Ball nicht so viel zugetraut und gegen den Ball waren wir nicht so griffig, nicht wirklich in den Zweikämpfen. Und so ist halt das Ergebnis zustande gekommen. Und ja, wir haben dann noch probiert, nach den Einwechslungen noch ein bisschen Druck zu machen vorne, haben hoch attackiert, sind natürlich auch Risiko gegangen, deswegen auch die eine oder andere Chance für den WRC. Aber ja, sind nochmal mit 2 Toren rankommen und ich denke, wenn wir dann nicht gleich das 5-3 bekommen, dann wäre auch sicher noch vielleicht das 4-4 möglich gewesen. Aber wie man alles reingehauen hat, hat am Ende des Tages nicht gereicht und dann, wenn es nicht reicht, dann war es auch zu wenig. Ja, erstmal möchte ich mich entschuldigen bei den Austria-Fans für die erste Halbzeit. Das war natürlich, also ich kann nur von mir reden, das war nichts. Ja, da hat halt viel nicht zusammengepasst. Ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll, es war echt schlecht. Es tut uns auf jeden Fall leid und dann sieht man eigentlich, was wir eigentlich drauf haben. Dann tut es noch mehr weh, wenn du denkst, haben wir jetzt nicht so viel mehr gemacht, aber haben wir endlich mal Fußball gespielt. Also mal probiert, haben ein paar Mal aufs Tor geschossen und auf einmal waren wir schon da. Und im Endeffekt haben wir ja im Endeffekt erste Halbzeit verschlafen, zu leichte Tore gekriegt und ja, gerecht verloren. Warum müssen wir arbeiten? Wir müssen jetzt einmal in die Pause gehen, das gut durchdenken und dann einfach in der Quali-Gruppe einfach wieder von vorne anfangen, die Basics reinzubringen, dass wir von der ersten Minute am Platz sind, dass wir in den Zweikämpfen sind, dass wir uns vor allem auch mit dem Ball mehr zutrauen, weil ich denke, das Potenzial ist da, auch um einen guten Fußball zu spielen, wir müssen uns das auch nur zutrauen. Und wenn wir uns das zutrauen, dann sieht man ja, dass das möglich ist und das werden wir versuchen auch reinzubekommen. Wie gesagt, sicher ist es bei uns jetzt nicht um viel gegangen, aber so dürfen wir nicht auftreten. Also ich hoffe auch, dass das nie wieder passiert. Das wäre echt nicht gut. Und wie wenn, weiß ich nicht, die Luft draußen war, irgendwie was. Ja, habe kein gutes Gefühl gehabt. Wie gesagt, ich kann auf mich schauen. Wir sind auch 3 Bälle komplett versprungen. Das war einfach schlecht. Und ja, jetzt müssen wir die Lehren draus ziehen. Jetzt haben wir Länderspielpause und dann wollen wir in der unteren Gruppe Erster werden. Auf jeden Fall ist er für mich persönlich eine schöne Marke. Vor allem mit meinen ganzen Hintergrundgeschichten, was das Thema Verletzungen betrifft. Das wissen ja die meisten nicht, auch von der Jugend an schon. Und wenn man dann so eine Marke erreicht, ist es natürlich schön.